Und ja, es war ja nun so, dass ich, es ist auch schon ein paar Wochen her, euch in der Community-Gruppe auf Facebook mal gefragt habe, ob ihr Bock drauf hättet, wenn ich euch zeige, wie man so eine Geek-Lampe selber bastelt. Das ist völlig individualisierbar. Ihr könnt da jedes beliebiges Muster raufkleben, das ihr möchtet, aber darauf gehen wir später ein. Also, um diese Lampe basteln zu können, ist es ganz wichtig, dass ihr, ich wechsle vielleicht einmal die Kamera, wenn ich meine Maus finde. So, es ist ganz wichtig, dass ihr schwupp so einen dicken Bilderrahmen habt. Und die bekommt ihr nicht nur im bekannten schwedischen Möbelhaus, sondern die gibt es auch in der Drogerie. Ich habe meinen jetzt zum Beispiel bei Pferdemensch gekauft. Und wie gesagt, wichtig ist es, dass es eben so ein dicker Rahmen ist, der noch so ein Innenstück hat. Es liegt einfach daran, dass wir hier nachher noch eine Lichterkette haben, die wir hier mit reinhobeln müssen. Und wenn wir hier, ich zeige das mal einmal, wenn der Rahmen nicht tief genug ist, dann hat die Lichterkette einfach keinen Platz. So. Und für die Lampe, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, wie man sie herstellt, braucht ihr eben einen solchen Rahmen. Das ist auch völlig egal, welche Form da hat. Müsst ihr selber gucken, was euch da am besten gefällt. Und dann benötigt ihr noch eine Lichterkette. Da könnt ihr auch schauen, beziehungsweise ihr müsst gucken, dass die LEDs nicht zu groß sind. Also die sind jetzt schon relativ groß. Es gibt da auch kleinere. Da müsst ihr einfach gucken, was in den Rahmen passt, was euch am besten gefällt. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie intensiv ihr das Leuchten überhaupt haben möchtet. Dann, das einmal zur Seite, habe ich hier noch Butterbrotpapier. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr möchtet. Hauptsache, es ist transparentes Papier. Ihr könnt auch eben Transparentpapier im Bastelladen kaufen. Ich habe so eine Lampe auch schon mal mit Backpapier gemacht. Eben nicht mit diesem braunen, sondern mit diesem weißlichen. Aber das hatten sie nicht in der Drogerie. Deswegen habe ich Butterbrotpapier mitgenommen. Sehr nostalgisches Flair. Mein Opa hatte das damals auch immer. Warum auch immer. Er hat sich nie Brote geschmiert und die mitgenommen. Aber naja. Dann ja, eine Schere, ich habe hier noch einen Klebestift, einen Kleberollenspender. Mann, es ist heute echt schwierig, keine Markennamen zu nennen. Ich habe noch einen Cutter dabei. Das ist tatsächlich meiner, der ist nicht hier von der Arbeit. Und dann habe ich hier noch farbiges Tonpapier gekauft. Da müsst ihr auch gucken, welche Farben ihr haben wollt, je nachdem, welches Muster ihr euch ausgesucht habt, das nachher die Lampe zieren soll, oder ihr orientiert euch an der Farbe des Rahmens. Ich habe schwarz und Gold genommen. Das passte für das, was ich mir ausgesucht habe, am besten. So, dann packen wir das einmal zur Seite. Und wie gesagt, es ist easy as pie. Es ist eine unfassbar einfache Möglichkeit, euch selbst eine Lampe zu basteln oder auch sehr, sehr schön als Geschenk. Ob jetzt Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Ich habe meine zum Beispiel, was heißt meine, also die, die ich damals gebastelt habe, die habe ich Alex geschenkt, der hat sich auch sehr, sehr drüber gefreut. Also es ist eine sehr persönliche Sache und eine sehr schöne Sache, die ihr verschenken könnt. Von daher, wenn ihr Zeit und Bock habt und euch das Basteln nicht so schwer fällt, dann zieht das auf jeden Fall mal in Erwägung. Was ich jetzt als erstes gemacht habe, ist mir aus dem ominösen Internet so Schablonen auszudrucken. Also ich habe die eben rausgesucht, klar hätte man auch selber aufzeichnen können, aber ganz ehrlich, wer hat darauf Bock? Deswegen habe ich mir das ausgedruckt, ausgeschnitten und dann super einfach. Nehme jetzt zum Beispiel einmal den Stern von mal. Oh, guck mal, hier ist er auch. So, dann habe ich mir hier so goldenes Papier genommen und dann diese Schablone einfach raufgelegt, zack, einmal nachgezeichnet und dann schneidet ihr den Spaß einfach aus. Wie gesagt, ihr könnt da jegliche Form nehmen, die ihr möchtet. Achtet vielleicht darauf, dass es nicht ganz so detailliert ist,
weil es sonst schnell kompliziert werden könnte, die Sachen auszuschneiden. Ich zeige euch gleich nochmal, ich habe mich auch an den Heiligtümern des Todes probiert. Das ist mir nicht ganz so gut gelungen, das auszuschneiden, aus dem einfachen Grund, dass das Papier sehr dünn ist. Und meine Unterlage, ich hatte meine Cutting Mat nicht dabei. Es gibt ja so extra Schneidematten. Und ich habe das tatsächlich auf einem alten Mauspad vorhin ausgeschnitten, eben mit dem Cutter. Und da ist mir leider die Form ein bisschen ausgefranst. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich einfach mal. Auf jeden Fall, wenn ihr selber solche Formen ausschneiden möchtet, achtet darauf, dass das Papier nicht zu dünn ist. Ich hatte hier jetzt Tonpapier genommen aus dem Bastelladen und das ist ein bisschen dünn gewesen. Wusste ich aber vorher nicht, dass es dann doch so extrem ist. Von daher, so einfache Form wie der Stern ist dann doch auf jeden Fall ein bisschen mehr convenient. So, das ist mein Stern. Zeige euch jetzt einmal hier meine Heiligtümersoße. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ist halt hier ein bisschen, es ist ein wenig uneben geworden. Ist auch recht dünn, wobei das gehört eigentlich so. Aber ja, kann man probieren, wenn man dickeres Papier hat. Vielleicht ist auch mein Cutter ein bisschen zu unscharf gewesen, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt meinen Stern. Ich habe aber auch den Fragezeichenblock vorbereitet. Das habe ich eben auch. Ich habe die Schablone auf das schwarze Papier gelegt und bin dann hier einfach die Form mit einem Kuli nachgegangen, schön raufgedrückt, sodass sich das hier abgezeichnet hat auf dem Papier. Und dann habe ich mit dem Cutter einfach die Form ausgeschnitten. Das war ganz easy. Nur wenn ihr das mit eurem Kleinen macht, drückt den vielleicht lieber kein Cutter in die Hand. Schneidet das am besten selber auch aus, dann seid ihr alle auf der sicheren Seite. Ups. So. Ich habe jetzt für den Stern, na, kann man das sehen, auch noch natürlich Augen ausgeschnitten. Die werde ich da jetzt einmal draufkleben. Worauf ihr auch noch achten könnt, manchmal, wenn man Dinge ausschneidet, kennt ihr sicherlich noch von damals aus der Schule, Bastelstunden, dann sieht man manchmal eben noch die Ränder von dem, was ihr vorgezeichnet habt. Pro-Tipp, dreht es einfach um, dann sieht man keine Ränder. Bei dem Schwarz ist es nicht so wichtig, beziehungsweise da fällt es nicht so auf, denn wenn ihr mit einem schwarzen Stift über schwarzes Papier geht, zack, dann sieht man die Ränder eben nicht. Oder zumindest nicht so deutlich wie jetzt auf dem goldfarbenen Papier. So, dann haben wir den fertig. Ich zeige ihn euch noch einmal. Und diesen kleinen Stern werden wir gleich für unsere Lampe benutzen. Guck mal, das könnte ich da sogar reinhalten. Großartig. So, der nächste Schritt ist es. Sagt euch, Leute, wir sind schon fast fertig. Das ist so unfassbar einfach. Das packen wir einmal nach unten. Und zwar kommt jetzt das Butterbrot-Transparentpapier zum Einsatz. Das Gute bei diesen dicken Bilderrahmen ist es einfach, packen wir einmal da an die Seite, ohne dass es runterfällt nach Möglichkeit, so, dass ihr zum Beispiel hier diesen Rahmen nehmen habt, den ihr als Schablone verwenden könnt. Oder was ich gemacht habe, hier war noch dieses Passepartout mit bei. Das habe ich einfach verwendet. Und ihr müsst jetzt euer Transparentpapier natürlich auf die passende Größe für den Bilderrahmen bringen. Und dafür habe ich einfach, wie gesagt, dieses Passepartout-Teil genommen, habe das aufgelegt auf mein Transparentpapier, habe das auch wieder nachgezeichnet, wie gesagt, einfach als Schablone verwenden. Nehmt das, was ihr da habt, Leute. Ihr müsst hier nicht großartig Sachen ausmessen, dies, das. Druckt euch Sachen vorher aus, nehmt, was ihr habt und benutzt das als Schablone. Macht es euch wirklich so einfach wie möglich. So, und wenn ihr das ausgeschnitten habt, dann sieht das eventuell so aus, je nachdem, wie euer Rahmen aussieht. Und der ganze Zauber, der halbe Zauber, besteht jetzt darin, das Muster, das ihr eben noch ausgeschnitten und vielleicht noch zusammengeklebt habt, hier mit den tollen Augen, da in der Mitte zu platzieren.
Ihr müsst halt gucken, wenn ihr nur eine Sache habt, so wie ich im Moment, könnt ihr die eben in die Mitte, so in der Mitte anbringen. Wenn ihr jetzt mehrere Sterne habt, könnt ihr die auch noch mehr verteilen oder ihr könnt hier meinetwegen den Stern anbringen und da den Fragezeichenblock. Müsst ihr selber gucken, was euch am besten gefällt, was vielleicht der Person gefallen könnte, falls ihr das verschenken möchtet. Das ist völlig euch überlassen. Da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir haben hier noch einmal meine grisseligen Heiligtümer des Todes. Auch noch ganz süß. Aber für den Moment habe ich hier erst einmal den Stern in der Mitte angebracht. Das habe ich auch nicht ausgemessen, das habe ich per Augenmaß gemacht. Er müsste, ja, er könnte ein bisschen weiter hier nach links, aber es fällt so nicht auf. So, das Teil bekomme ich nicht mehr. Dann noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr eure Rahmen nicht bei dem bekannten schwedischen Möbelhaus kauft, würde ich euch empfehlen, hier aus der Rückplatte oben eine Ecke rauszuschneiden, damit da nachher das Kabel von der Lichterkette rausgucken kann. Das ist bei den Rahmen, dessen Herstellername ich die ganze Zeit versuche zu vermeiden, der Fall. Da ist die Ecke schon raus, da müsst ihr das nicht selber machen. Ich habe die hier jetzt einfach abgeschnitten mit einer Schere. Nicht schön, aber selten. Funktioniert. Ist auch relativ gerade geworden. So, wenn ihr jetzt diesen Bilderrahmen habt, mit noch diesem inneren Viereck, das kann noch einmal zur Seite, dann, jetzt wird immer noch nicht schwierig. Wie gesagt, das ist super einfach. Ihr legt jetzt einfach das Transparentpapier, das ihr beklebt habt. Ich habe das zum Beispiel, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten, wenn ihr das mit Backpapier macht, kann es ganz gut sein, dass ein Klebestift nicht hält, einfach weil die beschichtet sind, weil Backpapiere beschichtet sind. Bei dem Butterbrotpapier hat das jetzt wunderbar funktioniert. Müsst ihr einfach gucken, was bei euch so klappt. Es kann auch sein, dass ihr Sekundenkleber oder einfach Flüssigkleber nehmen müsst. Schaut einfach mal, was da am besten läuft. So. Und jetzt schauen wir mal, das hier reinzukriegen, ohne irgendwas zu zerdeppern. Das knallt schon schön. So, momentan sieht es noch so aus. Könnte man sich eigentlich auch so ganz schön hinstellen. Ich halte das gerade noch fest. So, das einmal zur Seite. Und nun kommt der nächste Zauber. Jetzt nehmt ihr eure Lichterkette. Und dann müsst ihr die Lichterkette hier im Rahmen in dieser Innenkante befestigen. Ich werde das mit Klebeband machen, aus dem einfachen Grund, dass zum Beispiel Heißklebe dafür sorgen würde, dass ich die Lichterkette, falls sie irgendwann mal kaputt gehen sollte, nicht mehr so einfach aus dem Rahmen wieder entfernen kann. Das ist mir zum Beispiel passiert bei der Lampe, die ich euch gleich noch zeigen werde. Ich habe da mal was vorbereitet. Da ist die Lichterkette auch kaputt gegangen. Ich habe sie zum Glück auch da schon mit Klebeband festgemacht. Von daher war das überhaupt kein Problem, die zu wechseln. So, wenn ihr die Lichterkette jetzt anbringt, könnt ihr, wenn ihr möchtet, ein bisschen gucken, wie sich die Lichter so anordnen lassen. Also sollen die jetzt direkt auf die Fläche zeigen, so dass man das nachher, ich kann sie einmal anmachen, dass man das nachher so direkt da durchsehen würde, oder sollen sie ein bisschen weiter weg sein, so dass es eher schwach zu erkennen ist, müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr das haben möchtet, beziehungsweise ob ihr das so hinkriegt, wie ihr es euch vorstellt. Dann müsst ihr wirklich einfach nur die Lichterkette befestigen, schaut dann einfach, wie viel Klebeband da nötig ist. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie lang überhaupt die Lichterkette ist. So, das ist jetzt vielleicht der Teil, der ein bisschen länger dauert. Deswegen, ich mache jetzt noch zwei Dinger fertig. Zeige euch das gleich noch einmal. Upsa. Einmal so pro forma. So, das sind jetzt meine ersten drei Lämpchen. Wie gesagt, hier ist noch der ganze Rest, der da festgemacht werden müsste. Aber da das jetzt ewig und drei Tage dauern würde, zeige ich euch einmal die fertige Lampe. Und zwar so. Legen wir das einmal ein bisschen hin. Angst, wenn das uns runterfällt. So. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass die Ecke auch ab ist. Das war ich aber nicht. Das
war schon so. Und zack. Das ist ein anderes Licht, das ich schon mal vorbereitet habe. Auch mal hier meinen Daumen durch. Das habe ich mit Backpapier gemacht. Wie gesagt, da muss man dann gucken, womit man das festklebt. Ich habe das mit Flüssigkleber gemacht damals. Und von innen sieht es dann eventuell so aus. Sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wirr aus, ist aber auch mit Klebeband festgemacht. Hält bisher 1A. Ich bin meistens mit 2 Streifen an eine Stelle gegangen. Und dann macht ihr den Deckel einfach zu. Wie gesagt, da wo die Ecke abgeschnitten ist, guckt nachher das Kabel raus. Und dann klappt man das einfach wieder ein. Zack und zack. Und dann haben wir hier in diesem Falle eine Triforce-Lampe. Und hier hätten wir eine Mario-Sternlampe. So, ich lege das hier mal ein bisschen rein. Auf jeden Fall, so könnten eure Lampen aussehen. Ihr seht, ich habe hier eine etwas größere Variante, eine etwas kleinere. Hier haben wir schwarz, da haben wir weiß. Das sind auch völlig unterschiedliche Motive. Und eben die Symbole sind auch andersfarbig. Da könnt ihr absolut machen, was ihr möchtet. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Nur eben die Lichterkette da reinfriemeln. Das kann vielleicht 2 Minuten länger dauern. Aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, euch ein sehr stimmungsvolles und romantisches Licht für zu Hause selbst zu machen. So, das war die Bastelstunde mit Anni.